Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spyro Reignited Trilogy. Ja, das ist, glaube ich, jetzt schon mein dritter Aufnahmeversuch, weil ich es immer verkackt habe am Anfang. Spyro Reignited Trilogy gibt es schon auf meinem Kanal, und zwar mit Spyro the Dragon. Und wir machen heute mit dem zweiten Spiel weiter, und zwar Spyro Getaway to Glimmer. Das gibt es schon als PS1-Version bei mir. Schön draufdrücken hier. Und, ja. Wir fangen jetzt einfach mal, an. Genau, hier. Artisan. Wir haben hier einfach nur geguckt, also da wird nichts passieren, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass der Ton dann auch da ist. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Intro. Jemals auf zu regnen. Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah. Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nog. Eigentlich steht das in meinem Land vom Drachen, aber ist egal. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Riptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Ripto. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ripto. Das weißt du. Es klappt. Es klappt. Ich habe einen Drachen. Boah, wow, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Fian! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avala geholt? Ich hasse Drachen! Rush auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Ripto. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Ripto folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam! Wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Ich habe keine Ahnung. Weil du der Depp im Dienst bist. Okay. Wir machen jetzt mal hier weiter. Also wir sind gleich in einem Level schon. Wir können wieder rumlaufen. Wir können... Oh, die Kamera. So. Willkommen in Glimmer, Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Ja. Wie gesagt... Aber irgendwas stimmt in der Kameraführung. Genau, dann haben wir hier noch das Menü. Es gibt insgesamt 10.000 Juwelen. Ich habe bis jetzt noch gar keinen Fortschritt gemacht. Hier gibt es auch wieder Fähigkeitenpunkte. Die werde ich jetzt diesmal nicht alle holen, weil sowas wie Metrostrecke unter 1,15 und die Bosse perfekt. Das heißt, nicht einmal
sich treffen lassen. Das ist mir so... Nee, das ist mir zu anstrengend. Was ist das denn? Der gleitet! Wir können uns umsehen. Der bewegt sich. Krass. Aber das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte das Handbuch. Kamera auf. Aktiv bitte. Ist das die Maus? Das ist die Maus, oder? Nee. Okay. Wir können Feuer speien. Wie gesagt, wir können ran. Wenn du meinen Freund Twitchy findest, wird er dich für deine Hilfe belohnen. Das ist sehr schön. Ich würde aber eigentlich hüpfen. Gleiten! Und abspringen so. Ich muss mich erst noch an die Kameraführung wieder gewöhnen. Ach ja, und rollen können wir auch. Die Kameraführung kann uns noch ein bisschen Probleme bereiten. Hier ist es so, dass die Gegner... Oh. Die Gegner keine Juwelen abgeben, sondern so Geistpartikel. Nennt man die Geistpartikel? Ich denke schon. Und damit können wir so PowerPoint-Punkte aktivieren. Powertruhe. Das Spyro, das ist aber nicht in Ordnung, dass du hier so rumgleitest. Zum Glück bist du ja ständig in Bewegung. Ich habe das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. Hier sind auf jeden Fall noch Edelsteine. Klar, jedes Level ist natürlich wieder so aufgebaut. Jetzt muss ich erstmal wieder mich mit der Kamera... Boah, die Kameraführung geht mir jetzt schon auf den Sack. Und zwar Handbuch. Ja, Handbuch. Seht ihr, im Prinzip, da sind so, man kriegt hier Talismane und man kriegt auch so Kugeln, das sind so diese Mini-Aufgaben. Von denen ich so mäßig begeistert bin. Oh. Aber wir werden sie ja trotzdem machen. Jetzt leidest du nicht mehr. What the fuck? Doch, jetzt leidet er wieder. Ist das eine Sache, wie ich dich hinstelle? Habe ich jetzt hier alles? Nee. Guckt euch das an, das ist so schön. Hi Spyro, ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Bzz. Dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Oder stirbst. Oder stirbst. Das ist so gewalttätig. So, wir haben jetzt schon mal ein paar neue Charaktere auch kennengelernt. Also der Maulwurf war zum Beispiel neu. Sag mal, wieso bewegt er sich manchmal und manchmal nicht? What? Was ist denn das hier für eine komische Sache hier? Ich hoffe, dass der Trick noch funktioniert und dass sie die nicht rausgenommen haben. Das wäre sonst sehr untröstlich. Ich weiß nämlich noch so im ersten Let's Play zu Spyro Getaway to Glimmer. Da gab es ja diesen Trick, dass man im Prinzip hier so vorbei und dann wirklich da hochfliegen kann. Die Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Mockisch. Dass man eigentlich gar nicht, dass man die erste Welt hier komplett abschließen kann. Ne, man fliegt so da so rein und dann so um die Kurve und so, aber das ist halt nicht so einfach. Muss man passgenau sein. Du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen wird dich leider etwas kosten. Das macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Danke, der Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen. Kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn du noch mehr Edelsteine hast. Bist ein Sack. Was im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen.
Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle aus. No. Was soll ich mir da umsehen? Ist das eine Höhle? Da gibt es nicht viel zu gucken. Aber man muss dazu sagen, die Lampen sind sehr schön gestaltet auf jeden Fall. Und entspann dich. Mit dir will ich noch nicht reden. Gehst du mal da hoch. So, wo fangen wir an? Hier gibt es schon wieder so 1000 Wege, wo es lang gehen könnte. Hier sind auch wieder Lampen. Ich finde die Lampen aber in der Höhle wesentlich schöner. Hier ist wieder so ein PowerPoint-Punkt. Komm doch. Das sind auch so, diese Echsen sind auch so, muss man dazu sagen, so richtige Angeber, weil einerseits sagen sie, hey, komm doch her, ich schlag dich mit meinem Ding. Und andererseits hauen sie dann aber auch ab, sobald man ihnen wirklich näher kommt. Und ich muss sagen, ich bin vom zweiten und vom dritten Teil nicht mehr so extrem begeistert. Sie haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Schwierigkeitsgrad, genau, hier wird dir auch der Schwierigkeitsgrad angezeigt. Komm hier, ich krieg dich. Guter Schuss! Ja? Folgt mir zur nächsten Echse. Ich habe die Steuerung noch nicht mehr intus. Das kann ja was werden mit der Steuerung. Und wie war das denn? Die Kamera macht mich ja jetzt schon wahnsinnig, ne? Mich ja jetzt schon begeistert. Das Superflug Power-Up ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen entzünden. Spuck schnell Feuer auf alle kleinen Lampen, dann entzündet sich die große. Das Power-Up gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Oh yeah. Hallo, flieg! War jetzt nicht meine Glanzleistung, ich weiß. Ach, entspann dich. Und BÄM! Alle sechs. Die muss man auch wirklich in einer Runde anpusten, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Eine Hilfe bei den Lampen, Spyro. Eine Fee hat mir diese Kugel gegeben. Aber Edelsteine mag ich lieber. Nimm du sie. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Weil wir spielen das, also ich spiele das hier jetzt nicht über die PS4-Version, die ich habe, sondern über Steam. Über den Rechner. Das ist wahrscheinlich auch das Problem hier an der ganzen Sache, dass der sich so bewegt. Ich muss gleich nochmal ein bisschen was an der Steuerung machen. Spucken, Spyro. Versuch mal bis zur Echse zu spucken. Ja, dann gib mir so ein Ding und los geht's. Du friss. Bäm! Was war das denn? Jetzt reicht's mir. Nee, Lautstärke. Nein, Lautstärke war schon in Ordnung so. Steuerung, Vibration, Bewegungsliste, Maus zum Fliegen benutzen, nein. So, Untertitel brauchen wir nicht. Hier gibt es zwar eine Kamera, die Kamera benutze ich aber nicht, weil ich bin kein Fan von der Kamera. Ach Quatsch, von der Karte. Weil ich finde die jetzt nicht so pralle.
komme ich so oder so nicht hin. Wieso will ich die eigentlich immer benutzen? Du musst zielen, um diese Echse da oben zu treffen. Drück Aktion zum Zielen und dann Angriff zum Spucken. Das habe ich eigentlich schon die ganze Zeit gemacht, aber okay. Mal ein bisschen weiter weg. Bäm! Den beenden. So, wir kommen gleich zu dir. Ich freue mich ja jetzt schon auf die Fluglevel mit der Steuerung. Aber okay. Wie werden die Parts aufgenommen? Dazu habe ich noch gar nichts gesagt. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Eigentlich habe ich es ja immer so gemacht, dass eine Welt ein Level ist, aber hier ist das, glaube ich, gar nicht so möglich, wie ich das ganz gern hätte. So, jetzt versuchen wir mal was. Du stehst ein bisschen im Weg, mein Freund. So. Nein! Das funktioniert echt nicht mehr. Wie habe ich denn das gemacht? War ich jetzt schneller als der Dude? Oh, ich habe den Dude nicht getriggert. Gott, ich weiß ganz genau, ich habe das doch irgendwie geschafft. Auch mit dir. Wenn nicht, können wir ja auch auf den normalen Weg einfach. Wo ist denn der Dude jetzt? Ach, den finden wir schon wieder. Boah, das funktioniert gar nicht mehr in keinster Weise. Jetzt habe ich den Dude verloren. Lol. Ist er noch hier? Nein. Der ist doch losgehüpft. Ach, jetzt ist er da unten. Nimm mal einen Stein mit deinem. Ja, ich weiß, aber ich wollte ja eigentlich. Wollt ihr spucken? Das ist krass, jetzt müssen wir wirklich wieder zurück, denn nach Glimmer. Weil es nicht mehr funktioniert. Wie krass ist das denn? Maus müsste es etwas schneller laufen. Nur etwas. Hier war noch ein Edelstein. Aha. Da freust du dich, ne? Er zieht doch so komisch. Seh nix. Byro, du bist ein wenig im Weg. Ja, du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Hier, nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Die hat bestimmt nur einiges verloren, du. Das ärgert mich, dass ich das jetzt mit den Dings nicht machen kann. Aber wir können auf jeden Fall noch die Edelsteine auf der anderen Seite holen. Das funktioniert. Weil da oben sind... Doch, da oben sind, glaube ich, auch noch Edelsteine. Oh, fuck. Wie ärgerlich ist das denn? Falsche Sache. Machen wir nochmal die Kamera passiv. Moment, vielleicht kann ich das ja abmachen. Kamera, Maus, das ist schon mal weg. Sound, Grafik, Kamera, Mausempfindlichkeit, kann ich die noch weiter runterstellen?
So, wir probieren uns jetzt mal. Ne, er bewegt sich immer noch. Geh doch mal weg! Das geht auch super schnell durch, ne? Seht ihr das? Das kann man gar nicht... Was passiert? Hallo? Wieso bin ich denn jetzt auf einmal so nah an Spyro? Nee, irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Ja, tut mir leid, das ist irgendwie so... immer so ein Hin und Her. Was ist denn Kamera X? Was ist das Kamera X? Na gut. Dann würde ich sagen, dann war es das jetzt auf jeden Fall für Glimmer, weil ich komme ja nicht weiter. Hey, Dude. Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Yay. Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald. Eine der Heimatwelten von Avala. Es ist so seltsam. Sommerwald! 264. Wir machen jetzt auf jeden Fall so weit den Sommerwald fertig, wie es geht. Weil uns fehlen eh noch ein paar Fähigkeiten, um den Sommerwald komplett zu erkunden. Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ich heiße Elora. Oh, hi. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich, hatte mich verirrt. Spyro hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Spyro, schau, du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Riptor nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Riptor in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Er ist sehr optimistisch, ne? Mir fehlt das irgendwie, dass die Kamera automatisch mir hinterherläuft. Bitte in der Position, die ich auch ganz gern hätte. So. Kamerafahrten Deluxe. Aha. Wie ihr seht, können wir hier auf jeden Fall... Das ist krass. Dann können wir schwimmen. Also das Wasser bringt uns nur noch in seltenen Fällen um. Und wir lernen auch hier im Sommerwald schwimmen. Aber das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein paar. Yes. Alle, hopp. Was hier auch neu ist, was ist, glaube ich... Also im ersten Spyro-Teil, im Original-Spyro-Teil für die PlayStation 1, war das halt nicht so, dass wenn man die ganzen Stäbchen kaputt gemacht hat, Sparks automatisch gefressen hat. Sparks hat dann immer dann gefressen, wenn er wirklich musste, sonst nicht.
Und hier ist das so, hier kann man den echt voll füttern, dass man mit der Zeit auch wirklich noch so ein Lebensborn. Ich glaube nach 10 oder 15 Schmetterlinge kommt so ein blauer Schmetterling. Und der gibt euch ein Leben. Voll gut, kann man Leben farmen. Das ist die Heimatwelt Sommerwald. Hier gibt es Portale zu vielen der Avala-Welten. Leider hat Riptor die Burg angenommen und wir brauchen deine Hilfe. Zuerst musst du in allen Welten, die du besuchst, Talismane einsammeln. So, bis hierhin und nicht mehr weiter. Ah. Toll. Da war es wieder. Ich wollte eigentlich... Die Kamera macht mich wahnsinnig. Ich werde noch des Wahnsinns in diesem Spiel. Hoppala. Da muss der Frosch jetzt dran glauben. Nein, ich bin eigentlich nur jetzt hier runtergefallen, weil ich noch die Edelsteine haben wollte. Also ich versuche schon alles zu holen, alle Kugeln, aber halt nicht alle Fähigkeitenpunkte. Nur ich werde wirklich versuchen, mein Bestes geben, durchspielen, alle Kugeln holen und dann war es das. Ich glaube, das Spiel hat wirklich nur 100%. Ihren Spyro 120 hatte. Hier hinten noch was? Nee. Kolossos. Oh, ich kann mich an das Level erinnern. Das war so scheiße. Ich war kein Fan von dem. Von dem Level, weil es gibt da halt ein Hockeyspiel als Aufgabe und ich mag das nicht. Ich stelle mich immer zu dumm an. Wie gesagt, ich kenne das Spiel schon und wenn ihr das Let's Play schon auf meinem Kanal gesehen habt, das so im Originalspiel, beziehungsweise für die PlayStation 1, kennt ihr es ja auch. Also, das sind jetzt nicht so die krassen Geheimnisse. Fließt das hier einfach ins Nirgendwo? Anscheinend schon. So, das ist Götzenquelle. Da können wir noch nicht rein. Wir reden erstmal mit dem und dann machen wir das mit dem Jäger. Tja, Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. Das glaube ich dir. Mir fehlen noch 100 Edelsteine. Bringen wir aber nicht mehr zusammen, nicht in der Welt. Da fehlt mir das Schwimmen. Ja, Horsch. Hey Spyro, du wirkst ja ziemlich agil. Probieren wir mal was. Versuch auf diese erste Stufe zu kommen. Halte Sprung. Das ist cool. Okay, nicht schlecht. Beim nächsten Sprung musst du gleiten. Drück Sprung und drück Sprung am höchsten Punkt des Sprungs erneut, um möglichst weit zu gleiten. Sehr gut. Jetzt versuch zu schweben. Drück Sprung und dann... Hey, ja. Alli, hopp. Genau, wo ist noch? Sehr gut. Und jetzt zum schwierigsten Sprung von allen. Jetzt musst du alles geben. Geh zuerst los, springe, gleit... Wow, du bist echt sportlich. Wenn ich noch meine Laufschuhe hätte, würde ich gegen dich antreten. Hier hast du eine Kugel für deine Sammlung. Danke. Wie er sich freut! Errungenschaft freigeschaltet. Tja, warum nicht? Also Glimmer fehlt uns wirklich nur noch die das Geld. Da muss ich dann mal gucken, wo ich das finde. Und halt ist der eine Flug da. Hui! Ist der Boden... Boah, das Wasser ist aber dreckig. Guckt euch das mal an. Das Wasser ist hier super dreckig. Gut, wir machen hier aber im nächsten Part weiter. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Der Spyro gleitet noch ein bisschen.
Und ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.